Was ist dein Warum? In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du dein Warum findest, also deine Antriebe im Leben, um so dauerhaft motiviert zu sein auf dem Weg zu deinen Zielen. Und vor allem, damit du dauerhaft in die Umsetzung kommst, ohne ständig in alte Muster zu verfallen. Es wird oft davon gesprochen, wie wichtig es ist, sein Warum zu finden, um im Leben erfolgreich zu werden. Und dabei wird das Warum häufig schon fast wie etwas Magisches dargestellt, das einem im Laufe seines Lebens in einer Eingebung zugeflogen bekommt und dann lösen sich plötzlich alle Probleme auf. Aber so funktioniert das natürlich in der Praxis nicht. Deshalb werden wir jetzt darüber sprechen, weshalb es so wichtig ist, sein Warum zu finden. Und natürlich auch, wie du deine Antriebe, also dein Warum, herausfinden kannst, um so mehr Motivation und mehr Antrieb in dein Leben zu ziehen. Hi, mein Name ist Dominik Berntaler und ich helfe Menschen dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln, um sich so schlussendlich ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Wenn du also neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen, die dir dabei helfen, dein Leben zu verbessern und weiterzuentwickeln. Steigen wir also direkt ein. Der Begriff des Warum, wie ihn die meisten Menschen verwenden, ist nichts anderes als dein innerer Antrieb für die Dinge, die du tust, beziehungsweise die Ziele, die du erreichen willst. Das Problem ist hierbei nur, dass 90% der Menschen, inklusive Selbstständige und Unternehmer, häufig nicht wissen, was ihre eigentlichen inneren Antriebe sind. Sie denken, ihre Antriebe sind Dinge wie mehr Geld, Erfolg, Luxusgüter wie Traumautos, Traumhäuser, Reisen und dergleichen. Aber diese Ziele, die sich viele Leute setzen, sind häufig sehr, sehr oberflächlich. Aber das tatsächliche Warum, die echten Antriebe, liegen in der Regel viele, viele Ebenen tiefer. Aber wofür brauchst du überhaupt ein starkes Warum? Dein Warum ist, wie gesagt, dein innerer Antrieb. Das heißt, du brauchst ihn insbesondere in Zeiten, wo es mal nicht so läuft, wo es sehr, sehr anstrengend ist. Genau in diesen Zeiten wird dir dein Warum helfen, dabei weiterzumachen und durchzuhalten und nicht wie 90% der Menschen in solchen Phasen aufzugeben und nie ihre Ziele zu erreichen. Das Problem dieser Menschen war ganz einfach, dass ihr Warum, also ihre inneren Antriebe, nicht stark genug waren, um den Preis wirklich dafür zu zahlen für ihre Ziele und bis zum Ziel schlussendlich durchzuhalten. Und was ein starkes Warum ausmachen kann, kann ich dir anhand von einem einfachen Beispiel erklären. Beispielsweise erst vor kurzem in den USA hat eine 22-jährige Frau ein 1,5 Tonnen schweres Auto physisch angehoben, weil ihr Vater darunter lag, weil der Wagenheber ist weggerutscht und der Wagen ist sozusagen auf ihrem Vater gelandet. Und in solchen Gefahrensituationen kann der Körper viel, viel, viel mehr Kraft mobilisieren, als wir eigentlich denken würden. Und das bedeutet ein starkes Warum. Das heißt, du kennst mit Sicherheit viele dieser Geschichten, wo insbesondere in Gefahrensituationen Menschen Übermenschliches sozusagen erreichen können und machen können, weil ihr Warum einfach stark genug dafür ist. Ohne ein starkes Warum wären solche Geschichten natürlich nicht möglich. Und genau das lässt sich eben auch auf dein Leben übertragen. Es gibt ja auch unzählige Unternehmer, die einfach so einen starken Antrieb hatten, der ihnen dann geholfen hat, die hunderten Fehlschläge, die sie auf ihrem Weg in Kauf nehmen mussten, durchzuhalten und trotzdem immer weiterzumachen. Wenn du einen starken inneren Antrieb hast, dann wirst du dich von Widerständen nicht mehr zurückhalten lassen, weil du 100% entschlossen bist, dass du dein Ziel erreichen musst, komme, was wolle. Dann werden Herausforderungen und Probleme eher zu Meilensteinen auf deinem Weg zu deinem Ziel, anstatt zu Steinen, die dir das Leben in den Weg legt. Damit schaffst du dir ja dann letztendlich auch eine Erfolgsgarantie. Denn wenn du weißt, dass du immer weitermachen wirst, dass du nie aufgeben wirst, wenn du weißt, dass du dich immer weiterentwickelst und neue Fähigkeiten dir aneignest, neues Wissen dir aneignest, dann wirst du auch zwangsläufig irgendwann erfolgreich. Daran führt gar kein Weg vorbei. Aber um eben diese hundertprozentige Entschlossenheit aufrechtzuerhalten, ist es eben wichtig, starke innere Antriebe zu haben. Das heißt, du hast jetzt gesehen, warum ein Warum zu haben so wichtig ist im Leben und warum es dich erfolgreich machen wird. Und im weiteren Teil des Videos werden wir uns jetzt damit beschäftigen, wie du dein Warum tatsächlich herausfindest und deine inneren Antriebe und wie dir das dann dient, dass du dauerhaft motiviert bist, dich immer schneller weiterentwickelst auf dem Weg zu deinen Zielen. Der mit Abstand wichtigste Punkt dafür ist, dass du dich erst einmal mehr mit deiner inneren Welt und deinen Antrieben auseinandersetzt. Das klingt vielleicht simpel, aber die meisten Menschen haben sozusagen die Verbindung zu ihrer inneren Welt verloren.
Woran liegt das? Wir werden täglich gesteuert von äußeren Impulsen, von Social Media, von dem Internet, von den Medien, von WhatsApp und dergleichen. Das heißt, es prasseln Tag für Tag tausende Informationen auf uns ein, die sozusagen unser Hirn permanent beschäftigen. Das heißt, wir setzen uns gar nicht mehr mit unserer inneren Welt auseinander und horchen in uns hinein, was eigentlich unsere wirklichen Antriebe sind. Das heißt, um deine echten inneren Antriebe herauszufinden, ist es mal wichtig, den Lärm von außen sozusagen zu reduzieren und den Einfluss von Medien, von Social Media auch wirklich zu reduzieren und da die Verbindung zu deiner inneren Welt wiederherzustellen. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass wir von außen immer zu hören bekommen, dass du nur dann erfolgreich bist, wenn du ein großes Vermögen aufgebaut hast, wenn du dir Luxusgegenstände leisten kannst, wenn du ein teures Auto hast, wenn du ein großes Haus hast, wenn du auf einer Bühne stehst, wenn du bekannt bist. Und all diese Impulse von außen steuern natürlich dann auch unterbewusst unser Verhalten. Das heißt, viele haben das Ziel, reich zu werden, eigentlich nur dafür, um anderen sozusagen etwas zu beweisen oder weil sie sozusagen mitbekommen haben, dass das anscheinend ein erstrebenswertes Ziel ist. Andere wiederum haben ihre Ziele nur danach ausgerichtet, den Vorstellungen ihrer Eltern oder ihrem Umfeld oder auch der Gesellschaft zu entsprechen. Das heißt, im ersten Schritt musst du dir erstmal darüber klar werden, welche Ziele tatsächlich dir gehören und welche Ziele du eigentlich nur verfolgst, um Anerkennung von außen zu bekommen oder Zuspruch von deinem näheren Umfeld. Eine Frage, die ich da als extrem hilfreich empfinde, ist die Frage, was würdest du erreichen oder haben wollen, selbst dann, wenn niemals jemand davon erfahren würde? Das heißt, du kannst haben oder erreichen, was du willst, aber niemand würde es jemals sozusagen in deinem Umfeld wissen. Was würdest du dann haben wollen? Weil das zeigt dir sehr schnell, was die Dinge sind, die tatsächlich du haben willst, also für dich, und welche Dinge und Ziele eigentlich nur dazu dienen, irgendjemandem etwas zu beweisen. Für diejenigen Ziele gilt es dann zu reflektieren, warum du sie insgeheim erreichen willst. Das heißt, häufig stecken da Emotionen, beispielsweise aus der Kindheit, dahinter. Reich zu sein ist häufig einfach nur das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit, die einem vielleicht in der Kindheit gefehlt hat. Oder reisen zu wollen ist in Wirklichkeit das Bedürfnis nach absoluter Freiheit und Unabhängigkeit. Die beste Methode, um die wirklichen Antriebe dahinter herauszufinden, ist, sich bei jedem Ziel zu fragen, warum ist mir das wichtig? Und dann sozusagen die Antwort wieder zu hinterfragen. Warum ist mir das wichtig? Und so kommst du immer eine Ebene tiefer, bis du sozusagen zu deinen tiefsten emotionalen Antrieben kommst. Und dann stellst du auch wirklich eine Verbindung her zwischen deinen Antrieben, also deinem Warum, und deinen tatsächlichen rationalen, messbaren Zielen sozusagen. Denn hinter jedem Ziel steckt in Wirklichkeit ein emotionales Bedürfnis. Das heißt, wir wollen in der Regel nie die Sache selbst haben, wir wollen nie das Geld selbst haben, sondern es stecken immer emotionale Bedürfnisse dahinter. Ich bringe immer das Beispiel, wenn ich dir jetzt 1 Million Euro in 100-Euro-Scheinen geben würde und du dürftest sie nur an die Wand tapezieren. Würde dich dann diese Million sonderlich glücklich machen? Wahrscheinlich nicht. Du hättest dann zwar eine coole Wanddekoration und eine coole Tapete, aber so wirklich glücklich würde dich diese Million auch nicht machen. Das heißt, es stecken immer Ziele dahinter und auch hinter allen verschiedenen Unterzielen stecken wieder gewisse Antriebe dahinter, bis du sozusagen bis zu einem Gefühl kommst, bis zu einer Erinnerung, dass du wieder haben möchtest. Aber auch hier sei gesagt, dass es keinen Sinn macht, sich jetzt stundenlang hinzusetzen und nur darüber nachzudenken, was sein Warum und die inneren Antriebe sind. Denn dein Warum findest du am besten heraus, indem du in der Umsetzung bist. Denn wenn du laufend am Umsetzen bist, wenn du dich laufend weiterentwickelst, neue Dinge, neue Erfahrungen machst, neue Dinge lernst, neue Meilensteine erreichst, dann wirst du auch dauerhaft motiviert sein. Das heißt, es wird dir viel leichter fallen, deine inneren Antriebe in der Umsetzung herauszufinden. Denn dann hast du auch Referenzerlebnisse und kannst tatsächlich herausfinden, was dich motiviert, was dich wirklich glücklich macht und was dich antreibt. Um also deine echten Antriebe herauszufinden, gilt es auch, viel auszuprobieren. Denn wenn du dann die Erfahrungen sammelst, wirst du auch schnell feststellen, was dich tatsächlich glücklich macht und was antreibt. Um also dein Warum zu finden, ist es extrem wichtig, viel auszuprobieren. Denn dann wirst du viele Erfahrungen sammeln und ganz genau feststellen, was dich eigentlich tatsächlich glücklich macht und was dich wirklich antreibt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist es sozusagen, dir eine Vorschau auf dein persönliches Traumleben zu gönnen. Das heißt,
Viele Leute haben sozusagen Ziele, die sie verfolgen, haben aber im Jetzt, in der Gegenwart überhaupt keinen Bezugspunkt zu diesen Zielen. Das heißt, du solltest dir regelmäßig eine Kostprobe gönnen von deinem persönlichen Traumleben. Das heißt, wenn es dir beispielsweise wichtig ist, Freiheiten aufzubauen, dann ist es wichtig, dir auch in der Gegenwart ab und zu mal gewisse Freiheiten zu gönnen. Oder wenn du die Welt bereisen willst, dann ist es wichtig, dich sozusagen mit den Ländern, die du bereisen willst, auseinanderzusetzen. Vielleicht mal die Küche auszuprobieren, in ein Restaurant zu gehen, dir Dokumentationen über das Land anzuschauen, dich damit wirklich auseinanderzusetzen. Klassisch mal, wenn ein plakatives Beispiel ein Auto ist, das dich antreibt, da auch mal eine Probefahrt zu machen. Das heißt, du solltest immer einen gewissen Anteil deines Einkommens dafür verwenden, ein paar Prozent, 5 bis 10%, um dir sozusagen eine Vorschau auf das Leben zu gönnen, das du gerne mal haben möchtest, weil dadurch stellst du auch viel mehr emotionale Verbindung und einen Antrieb zu diesen Zielen her. Dein Warum findest du also am besten, indem du dir viele Fragen über deine inneren Antriebe stellst, dich regelmäßig mit deinen inneren Antrieben auseinandersetzt, aber vor allem auch ins Handeln kommst und viel ausprobierst. Und wenn du dann schlussendlich deine inneren Antriebe, dein Warum gefunden hast, dann wird das deinen Weg zu deinen Zielen massiv beschleunigen. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, deine vollen PS auf die Straße zu bekommen, also dein volles Potenzial zu entfalten, ohne dich permanent selbst zu blockieren, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategiesession mit mir persönlich oder mit einem Experten aus meinem Team. Wenn dir meine Videos gefallen und weiterhelfen, dann kann ich dir garantieren, dass du von einem 1:1 Gespräch noch massiv profitieren wirst. In dieser kostenlosen Strategiesession wird dann mit dir ein Schritt-für-Schritt-Plan erstellt, wie du in deinem Leben und in deinem Unternehmen auf das nächste Level kommst. Du wirst lernen, wie du Erfolgsgewohnheiten aufbauen kannst und damit systematisch deine Ziele erreichen kannst, wie du deine inneren Blockaden auflösen kannst, die dich noch zurückhalten und wie du dein Unterbewusstsein auf Erfolg ausrichten kannst, wie du Klarheit über deine Antriebe gewinnst und sozusagen dein Navigationssystem auf Erfolg ausrichtest und vor allem auch, wie du deine Ziele in kürzerer Zeit und mit viel mehr Leichtigkeit erreichen kannst. Klick also jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession.